Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich weiß gar nicht, ob man mich so gut versteht, deswegen rede ich mal ein bisschen lauter. Ich habe hier meinen Stuntroller und heute geht es ein bisschen ans Wheelie lernen. Ich fahre ihn gerade noch ein bisschen warm. Genau, ein bisschen Wheelies lernen mit dem Ding. Ich habe gestern schon ein wenig geübt. Der ist natürlich hier abgesperrte Strecke. Ich habe meine alte GoPro dran, weil bei meiner Dreier ist das Case kaputt. Kollege auch am Üben. Genau, das hier ist ein Rex 50. Habe ich mir mit 16 damals gekauft. Und den habe ich geschenkt von eBay Kleinanzeigen bekommen. Ich kann den euch einmal kurz zeigen. Das ist das Prachtstück. Jawohl. Genau, das ist das Prachtstück. Ich blende euch hier nochmal kurz ein Video ein, was ich aufgenommen hatte. Der war komplett zerlegt. Genau, ich blende euch einfach hier nochmal kurz ein Video ein. Und dann sehen wir uns sofort wieder, ne? Ich stelle euch jetzt mal mein neues Projekt vor. Und zwar der günstigste Stuntroller Deutschlands. Ja, den Roller habe ich heute geholt. Boah, ich hoffe, ihr versteht mich, wie ich bin. Den Roller habe ich heute geholt. Der stand auf eBay Kleinanzeigen zu verschenken drin. Papiere und Schlüssel, alles dabei. Soweit alle Teile auch. Neuer Zylinder. An sich auch recht viele Neuteile mit dabei, so wie die Bremsbeläge, Federbein. Der Rahmen wurde neu lackiert oder gepulvert. In der Beschreibung stand gepulvert. Ja, und den werden wir zusammenbauen. So, habt ihr kurz ein Video gesehen, wa? Ja, wollen wir mal, ne? Der Kollege Bike Life sitzt da hinten wie ein Huan. Genau, der hat gerade keinen Helm, deswegen kann er nicht mit mir fahren, weil ich keinen Bock habe auf Zensieren. Auf jeden Fall Fortschritte. Das fühlt sich auf jeden Fall höher an, als es eigentlich ist. Ja, genau. Also wie gesagt, ne, ich kann eigentlich gar keine Wheelies und habe jetzt diesen Roller hier im Prinzip dafür, beziehungsweise werde ich dafür nutzen, dass ich Wheelies lernen kann, und wenn was kaputt geht, beziehungsweise wenn ich die Karre wegschmeiße, dann drauf geschissen. Und ich denke mal, ich werde so ein paar, mehr oder weniger regelmäßig, werde ich ein paar Videos hochladen, um den Fortschritt auch zu dokumentieren auf diesem Kanal. Echt windig. Ja.
steht auch meine Foxy. Weiß nicht, ob man sie so gut sieht. Oh, da war ein Judah. So hoch ist er wahrscheinlich noch nicht, aber da war ein Judah. Ja, falls ihr euch fragt, das sind hier, ist ein 70 Kubik Two Extreme Zylinder drauf. Der hat irgendwie 40 Euro gekostet. Ich meine, der Roller ist eh nur für ein bisschen auf dem Spot am Rumdüsen. Genau, so ein krasses Setup hat er halt jetzt nicht. Der hat einen 17,5er Vergaser. 17,5er Vergaser drauf, 70 Kubik, Unterbodenbeleuchtung. Ganz perfekt läuft er jetzt auch noch nicht. Der hat immer noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Gasannahme, wenn ich beschleunigt habe. Dann das Gas zu machen und dann danach wieder Gas geben will, das mag er nicht so. Mit seiner krassen MBK Booster. Eine Minute, 37 Sekunden später. AG oder BMW, AMG, Hauptsache fette MAE. So langsam kriege ich ein Gefühl dafür. Yeah.